Moin Leute, mein kleines Let's Play zu Papers, Please ist ja mittlerweile beendet. Allerdings gibt es noch eine ziemlich coole Sache. Und zwar haben sich mehr als talentierte Leute zusammengesetzt und einen Papers, Please Film bzw. Kurzfilm ins Leben gerufen. Und ich kann euch sagen, ich habe die erste Minute dazu schon gesehen. Das ist richtig gut gemacht. Ich weiß, dass der ein oder andere YouTuber das Ganze auch schon mal aufgenommen hat, eine kleine Reaction dazu gemacht hat, aber ich finde einfach, das ist nochmal das perfekte Ende, zumal haben mich in den letzten Tagen und Wochen viele Leute von euch diesbezüglich angeschrieben und ich soll doch darauf mal eine kleine Reaction machen und das werde ich am heutigen Tag tun. Leute, das Ganze ist auf Russisch, aber es gibt deutsche Untertitel. Und jetzt würde ich mal sagen, los geht's. Da seht ihr unten die Untertitel. East Christine. Das ist einfach so gut gemacht. Es herrscht ein zerbrechlicher Frieden. Ein Grenzkontrollpunkt trennt nun Ost- und West-Christine. Da war ich auch mal. Aber jetzt halte ich die Schnauze. Hier mal ganz kurz Stopp und ihr merkt schon, das ist wirklich aufwendig produziert. Also muss ich einfach sagen, großen Respekt, man hat eben die Stempel gesehen, Bilder von seiner Familie und es wird noch richtig nice. Wir machen mal weiter. Слава Ростоцкий, инспектор! Слава Ростоцкий, офицер. Элиза придет. Во сколько? Не могу сказать. Но что бы ни произошло, это должно случиться именно сегодня. Понимаешь? В любом случае, я твой должник. Но не пуха. Хорошо потрудиться во благо Родины, инспектор! И вам, офицер. Hier stoppen wir nochmal kurz. Das sind halt auch Aspekte von dem Spiel so schön umgesetzt. Einerseits auch Story-Aspekt, wie eben auch dieser Wachmeister, man schuldet ihm noch einen Gefallen, beziehungsweise er uns ein, ich weiß es gar nicht genau. Und das sind ja Sachen, die man eben aus dem Spiel kennt. Und es ist einfach, ich finde es wirklich richtig gut. Следующий. Ваши документы. Это просто как в игре. Цель визита. Работа. Продолжительность. 3 месяца. Разрешение на работу. Извините. Время пребывания истекло. Пожалуйста, я как только въеду, я сразу продлю. Я добивался этой работы 4 месяца. У меня семья, я не смогу их кормить. А вам же ничего не стоит, вы же штамп ставите только в паспорте. Никто и не узнает. Простите. Следующий. Ich
muss da nochmal kurz einhaken. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es so faszinierend, weil man kennt das Ganze ja nur aus dem Spiel, was halt wirklich von der Grafik nicht unbedingt das Beste ist, aber spielerisch so interessant. Und jetzt hat man das Ganze irgendwie greifbarer, jetzt mit den ganzen Schauspielern und wie es umgesetzt wurde. Man fühlt sich da wirklich, es ist einfach richtig gut. Отсутствует право на въезд. Я Сергио. Он сказал, вы можете помочь. Отсутствует право на въезд. Я прошу вас. Вся моя семья погибла. У меня нет никого, кроме Сергио. Это ведь про меня, да? Abgelehnt. Простите меня. Я понимаю. Передайте это Сергею. Прощайте. Wow, wie die so eine intensive Stimmung auch einfach da reinbringen. Und er jetzt wirklich die Frau scheinbar, oder vielleicht auch Schwester, da jetzt nicht reinlassen kann, weil das Ministerium sagt, okay, wir sind voll und einfach richtig gut. Also. Kämpft mit sich. Следующий. Bei dem das natürlich auch mag. Цель визита. Сестра у меня здесь живет. Уже 3 года не виделись. Продолжительность? Ну, пару дней всего, а потом уже назад ехать надо. Добро пожаловать в Арстоцку. Спасибо, инспектор. Следом идет моя жена, так вы с ней не слишком строго. Она впечатлительная, потом всю ночь спать не даст. Да и Стифра. Ой, передо мной сейчас муж мой был. Надеюсь, не сильно вам надоел. Цель визита. А, да к сестре его, господи. Вот потащил на старости лет. Небось и... Продолжительность. А, денька на 3, не больше. Ну где это видано? Хозяйство простаивает, а мы по гостям шляемся. Да ван Фила. В вашем паспорте ваша фамилия указана как Рабинский. А вправе на въезд, как Рабинский. Да я всю жизнь с этим мучаюсь, как только не искрючит. Получаешь свидетельство, там я с мягким знаком. Паспорт меняешь без. Кто ж их разберет-то? Один раз, знаете, даже Рабынский было. Вы уж не обессудьте, пустите.
Он ж меня потом проезд всю, проходу мне не даст. Все попрекать будет. Прошу вас, миленький. Я ж назад-то домой нормально не доберусь. Все деньги-то он забрал. Aber ich dachte, es ist voll. В следующий раз исправьте. Спасибо тебе, родненький. До конца жизни не забуду. Das Tageslicht. Und wieder rein. Следующий. Ваши документы. Ein Anschlag. Die greifen an. Nein. Den Typen hat er doch gerade... Der Wachmann. Закалечь ее. Das war's? Alter Schwede. Also... Ich habe ja wirklich mit vielem gerechnet. Aber krass, weil ich glaube, ich hatte mir das ungefähr, also den Anfang, das mit dem Wachmeister hatte ich mir reingezogen. Aber wie sich die Story, wie sie es geschafft haben, innerhalb von knapp 10 Minuten so eine Story dann noch zu erzählen, halt mit diesem Angriff. Und wenn man drauf achtet, es könnte sogar sein, dass nämlich, das ist das Kleid von ihr, von der Frau. Sie war scheinbar auch eine Mitattentäterin, weil wenn man jetzt hier mal guckt, sie war scheinbar die Bombe oder so. Da sieht man noch die Reste von dem Kleid. Krass. Also nicht nur gut produziert, sondern auch eine... Es ist natürlich naheliegend, dann sowas zu nehmen, aber ich habe damit null gerechnet. Also muss man sagen, Hut ab. Ich werde euch den Film auf jeden Fall mal unten auch noch verlinken, falls ihr den... Könnt ihr auch sehr gerne weiterempfehlen. Weil das ist echt ein gutes Ding. Ich weiß auch nicht mal, es wurde auch in ganz viele Sprachen übersetzt. Also, falls ihr vielleicht Verwandte in, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Ländern habt, dann habt ihr hier auch in Japan. Japan, wie sieht das dann aus mit dem Subtitle? Oh, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Nun gut, meine Damen und Herren, ich finde, das war ein wirklich schöner Abschluss. Nochmal die Sahne auf dem Eisbecher, die sich das Papers, Please Let's Play nannte. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ich wünsche euch allen jetzt noch ein traumhaftes Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.